Willkommen zurück zu einem Spezial, würde ich mal sagen. Ja, es ist eine kleine Geschichtenrunde, würde ich sagen. Wir haben hier das 500. Video, das, was ihr gerade schaut. Ja, deshalb habe ich mir gedacht, mache ich ein bisschen was Spezielles, bisschen was Besonderes. Und ich möchte eine kleine Geschichte erzählen, die heißt das YouTube-Partnerprogramm oder auch die Todesschleife des Todes. Viel Spaß! Alles begann vor fast 2 Jahren, im September 2021, kurz nachdem ich die 1000 Abos geknackt habe. Ich hatte nie daran gedacht, es so weit zu schaffen. 1000 Personen, die dasselbe Interesse haben und dieses in einem klitzekleinen Kanal mitten im gigantischen YouTube-Universum finden. Mit diesem kleinen, aber feilen Meilenstein wurde die Option bereitgestellt, den Kanal zu monetarisieren. Ich wusste natürlich, dass ich wahrscheinlich zunächst kaum Geld damit verdienen könnte. Schlicht aus Neugier begann ich also den Prozess, um den Kanal zu monetarisieren. Tatsächlich waren da noch zwei weitere Bedingungen, von denen man zumindest eine erfüllen musste. Entweder 4000 Stunden Wiedergabezeit oder 10 Millionen Aufrufe bei Kurzvideos. Anschließend musste ich die Nutzungsbedingungen akzeptieren, um mein AdSense-Konto zu erstellen, welches zunächst recht einfach war. Nach etwa 3 Tagen kamen schon die ersten Werte rein und bis zum Monatsende verdiente ich schon Euro. Ich bin wahrscheinlich nicht dazu berechtigt, solche Werte anzugeben, daher lasse ich es einfach. Seitdem ging alles nur noch bergab. Etwa in der dritten Woche bekam ich dann eine Warnung, dass meine Identität innerhalb von 40 Tagen bestätigt werden müsste. Die Daten, die man beim Erstellen angeben musste, werden mit dem Ausweis verglichen. Damit kann man feststellen, ob es sich um eine reale Person handelte. Als Ausweis galten unter anderem der Personalausweis oder ein Reisepass. Zu dem Zeitpunkt war ich 16 und ich hatte noch keinen Personalausweis. Obendrein wussten meine Eltern noch nicht mal von meinem Kanal, wodurch ich sie nicht einfach hätte fragen können. Ich hatte allerdings einen Reisepass. So naiv wie ich war, machte ich ein Foto von der Vorder- und der Rückseite und lud sie hoch. Ich wusste nicht, in welche Probleme mich das bringen würde. Ein paar Tage später bekam ich eine E-Mail von AdSense, dass die Identitätsbestätigung fehlgeschlagen sei und etwas nicht mit den eingereichten Bildern stimmte. Ich würde aber eine weitere Chance bekommen und solle ein weiteres Mal einen Ausweis vorweisen. Mir wurde es zwar nicht gesagt, aber ich fuhr recht bald, dass man erstens über 18 sein und zweitens im Reisepass eine Adresse verzeichnet haben sollte. Beides traf bei mir nicht zu. Und für die Identitätsbestätigung wurde der zweite Versuch auch noch deaktiviert. Da hatten wir also den Salat. Die 40 Tage liefen aus und mein AdSense-Konto wurde deaktiviert. Und jetzt kommt die Todesschleife, in der ich mich fast 2 Jahre befunden habe. Das AdSense-Konto war noch mit dem YouTube-Kanal verbunden. Auf YouTube wurde angezeigt, dass es ein Problem mit AdSense gibt, wodurch ich nicht am Partnerprogramm teilnehmen kann. Auf AdSense konnte ich nichts machen, da das Konto deaktiviert war. Eine Option des Kontolöschens gab es so an sich auch nicht. Hilfe beim YouTube-Support gibt es nur, wenn man als Creator im Partnerprogramm teilnimmt. Und Hilfe bei AdSense gibt es einfach nicht. Der einzige Hoffnungsschimmer war das Hilfeforum. Dort kann man Fragen stellen, welche dann von anderen Nutzern beantwortet werden. Die Betonung liegt auf Nutzern, da niemand von Google dort teilnimmt. Dementsprechend basierte die Hilfe hauptsächlich auf Spekulationen. Insbesondere in diesem Fall, wo es um die Verwaltung eines Kontos ging, konnten sie kaum nützliche Hilfe leisten. Ich wurde öfters von YouTube-Forum zum AdSense-Forum weitergeleitet und umgekehrt. Das ging eine Weile weiter. Ich fragte immer mal wieder nach, um zu schauen, ob sich etwas verändert hatte. Nichts. Ein Jahr verging. Fast 2 Jahre vergingen. Wie bin ich da rausgekommen? Durch Zufall. Vor kurzem, im Juni 2023,
hat YouTube die Nutzungsbedingungen geändert, welche ihnen unter anderem erlaubt, Werbung auf jegliche Videos zu schalten. Diesen Änderungen musste man zustimmen, damit man weiter teilnimmt. So schlau wie ich, hoffentlich endlich, war, machte ich das genau nicht und somit wurde ich aus dem Partnerprogramm entfernt. Als ich mich dann erneut anmeldete und ein neues AdSense-Konto auf einem anderen Google-Konto erstellen wollte, habe ich gemerkt, dass das alte Konto immer noch verbunden war. Aus irgendeinem Grund wurde jedoch nun beim YouTube-Support die Chat-Funktion freigeschaltet. Endlich konnte ich mein Problem einer Menschenseele erzählen, die mir tatsächlich auch helfen konnte. Die Person entfernte die Verbindung zwischen meinem YouTube-Kanal und meinem AdSense-Konto. Nach 2 Jahren habe ich endlich wieder die Möglichkeit, meinen Kanal zu monetarisieren. Und was lernt man daraus? Nun ja, also an sich 2 Dinge. Erstens, monetarisiert euren Kanal erst, wenn ihr erwachsen seid. Und zweitens, die Hoffnung stirbt zuletzt.